Assassin's Creed 3. Wenn die Leute früher vom Ende der Welt sprachen, sperrten wir sie ein oder lachten sie aus. Manchmal beides. Doch ernst nahmen wir sie nie. Hätten wir wohl besser. Doch dazu komme ich später noch. Ich fange besser am Anfang an. Bei der Entführung von Desmond Miles, meinem Sohn. Dieser Bursche hatte keinen Ehrgeiz, keine Ziele, keine Pläne für die Zukunft. Was er hatte, war ein Vermächtnis, eines, das er ablehnte. Das kostete ihn fast das Leben. Er wurde geschnappt und eingesperrt. Seine Entführer wollten, dass er etwas für sie findet. Den Apfel. Eines von mehreren Artefakten, die wir Edensplitter nennen. Teile antiker Technologie, die auf dem Globus verstreut sind. Einige versteckt, einige gefunden. Allesamt gefährlich. Die meisten sind im Besitz einer Gruppe. Derselben Gruppe, die nun Desmond hatte. Sie kennen sie als Abstergo Industries. Wir kennen sie als die Templer. Als den Erzfeind. Wir bekämpfen sie seit Tausenden von Jahren. Sogar noch länger, wenn man die Geschichte ihres Ursprungs glaubt. Ich tue das. Immerhin habe ich die Wahrheit gesehen. Das ist das Schöne und der Schrecken des Animus. Dieses Gerät erlaubt es uns, die Leben unserer Vorfahren zu sehen und nachzuerleben. Es hat die Macht, alles zu verändern. Uns die Vergangenheit zu zeigen, wie sie wirklich war. Bis zu seiner Erfindung schrieben nur die Gewinner die Geschichte. Wir kämpfen dagegen an, um Körper und Seelen zu befreien. Doch unsere Mittel sind begrenzt und die Templer haben momentan die Oberhand. Aber nun nähert sich etwas Größeres als Templer und Assassinen zusammen. Größer als alles andere. Und wenn wir es nicht aufhalten können, werden die nächsten Wochen unsere letzten sein. Für alle von uns. Am Ende hängt alles von ihm ab. Von Desmond. Durch den Animus entdeckte er sein Vermächtnis. Entdeckte die Leben und die Geheimnisse seiner Vorfahren. Währenddessen trainierte er. Von einem anderen Vorfahren empfing er Jahrzehnte der Erfahrung in nur wenigen Tagen. Es klappte, glauben wir, hoffen wir. Und bald, bald wissen wir es. Der ominöse Tag nähert sich schnell. Der 21. Dezember 2012. Niemand weiß, was er bringen wird. Nur, dass wir hier sein sollen, wenn es soweit ist. Sie haben uns geführt auf ihre ganz eigene, frustrierende Weise. Diese Stimmen der ersten Zivilisation, derer, die vor uns kamen. Einer früheren Rasse mit enormer Macht und unerklärlichen Motiven. Sie sind die Erzeuger der Edensplitter. Hierher haben sie ihn geführt. Und mit ihm uns. Er steht am Eingang dieses uralten Ortes, gewappnet mit dem Wissen Altairs und den Fähigkeiten Ezios. In seiner Hand hält er den Edenapfel und wir stehen ihm zur Seite. Bereit, ihm, wo immer es geht, zu helfen. Sein Name ist Desmond Miles und er führte uns zum Ende. Wir sind da. Gehen wir. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed 3. Ja, lange war es angekündigt und was lange währt, wird hoffentlich endlich gut. Ich sehe gerade die Framerate, die versaut mir gerade alles irgendwie. Ich hoffe, was macht die? Ohne Spaß. Okay, ich muss da gleich nochmal eventuell ran. Ich weiß nicht, was die gerade abfeiert. Was feiert die da ab? Ah gut, ich muss das gleich mal überprüfen, kurz. Das ist mir jetzt suspekt, was da abgeht. Denn die sagt mir gerade, ihr seht nur 20 FPS von 50, die ich sehe. Merkwürdig. Egal, wir gehen jetzt erstmal weiter. So, und jetzt haben wir auch konstant annähernd 30. Das sollte hoffentlich gehen.
Und wir benutzen jetzt den Edenapfel, um hier eine Tür zu öffnen, wie es aussieht. Eine Tür, die viel zu modern wirkt. Im nächsten Augenblick war sie ihm nachgesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie dort wieder hinauskommen wird. So, damit geht es jetzt weiter. Genau, wollte ich doch sagen. Und ja, es ist nicht das erste Mal, dass ich Assassin's Creed 3 anspiele. Jedes Mal bis jetzt kam irgendwas dazwischen. Endlich ist es soweit. Mensch, heute der Montag, das ist echt ein großer Tag für mich. Und ich hoffe, dass es jetzt weitergeht. Die Ruinen einer längst vergessenen Zivilisation. Ich glaube, wir sind da. Ja, für mich ist es Ewigkeiten her, dass ich den Vorgänger gespielt habe. Können wir den Leuchtstab jetzt nicht mitnehmen? Nee, schade, okay. Müssen wir ohne Licht weiterlaufen. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier so alles haben. Und verdammt groß und richtig geil gemacht, auch von der Grafik her. Wie gesagt, ich hoffe nur, dass die Framerate jetzt bei euch stimmt. Das muss ich nach der Aufnahme leider erst überprüfen. Dann weiß ich erst, ob die was geworden ist oder ob ich die nochmal verschrotten darf. Ich hoffe, es ist was geworden. Ja, ich kann jetzt die Steuerung, kenne ich nicht mehr auswendig. Ich hoffe gleich, im Tutorial spielt sich das wieder ein. Ein merkwürdiges Artefakt. Und es leuchtet. Na, was wir damit wohl machen sollen? Einfach mal einsetzen. Den Schlüssel. Finde den Schlüssel. Sohn? Sir? Wo sind wir gelandet? Ah, das schon wieder. Desmond? Kannst du uns hören? Ja. Was ist passiert? Der Tempel hat einen Sicker-Effekt ausgelöst. Du bist kollabiert und in einen Wahnzustand verfallen. Und natürlich habt ihr mich in den Animus gesteckt, statt, keine Ahnung, nachzusehen, ob ich okay bin. Du warst nicht in Gefahr. Außerdem schien der Tempel mit dir zu kommunizieren. Und ich wollte diese Verbindung nicht unterbrechen, solange wir nicht wussten, was er wollte. Ja, alles klar. Sohn, ich... Nein, schon gut, verstanden. Und ich weiß übrigens, wonach ich suche. Einen Schlüssel. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Schätze, deshalb hat sie den Sicker-Effekt ausgelöst. Sie? You know, Dad. Sie spricht zu mir. Okay, Desmond. Während du Konstantinopel besucht hast, haben wir ein Software-Update für den Animus installiert. Ich würde gerne ein paar Tests machen, sicherstellen, dass es keine Probleme gibt. Okay, also was soll ich tun? Ganz einfach, geh zu der Markierung da drüben. Ach so, ja dann.
Jetzt kommt das kleine Tutorial, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und das kenne ich recht gut mittlerweile. Habe ich schon ein paar Mal öfter gespielt. Und okay, ich muss ja sagen... Jetzt kletter mal auf diese Objekte. Optisch macht Assassin's Creed 3 schon jede Menge her. Also das muss man so sagen. Ich bin mal gespannt, wie das im weiteren Spielverlauf werden wird. Ne, wenn wir jetzt hier mal so weitermachen. Ich bin auf jeden Fall echt mal gespannt. Gespannt, wie es werden wird. Ich muss mich nur wieder an diese Steuerung hier gewöhnen. Die ist nämlich ein bisschen anders als in anderen Spielen. Aber das ist gerade das Schöne an Assassin's Creed 3, diese Kletteraktion. Ach, guck mal, da müssen wir rüber. Kommen wir jetzt hier hoch? Jawohl, wir kommen hier hoch. Ist doch klar. Desmond schafft alles. Lauf einfach durch diesen kleinen Hindernisparcours. So, ach ja, das ist hammer easy. So, zack, 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 zerrack, zack, zack. Und die Framerate scheint sich stabilisiert zu haben. Läuft eigentlich jetzt einwandfrei soweit. Und von daher würde ich mal sagen, ist die das Aufnahme geglückt. Das sind optionale Missionsziele, die deine Synchronität erhöhen. Okay, Desmond. Folge den Anweisungen und schalte die beiden Templer aus. Ein Luftattentat ausführen. Und noch eins. Hier musst du nur über den Abgrund springen. Und wo jetzt hin? Okay. Nach unten. Gut, weiter. Was war das denn jetzt? Ich wollte hier hoch. Desmond, bitte oben sitzen bleiben. So. Alter. Diese Stelle habe ich damals schon immer in diesem Tutorial gehasst. Weil diese Stelle richtig mies ist. So, jetzt komm hier rüber, darüber, fertig. So, jetzt geradeaus weiter. Alter! Du sollst dich da nicht drüber schwingen, Desmond. Du sollst drauf stehen bleiben. Das sind so die Tücken der Steuerung in Assassin's Creed 3. So, komm, weiter hier oben drauf. Jetzt müssen wir hier auf den Kaminsims. Noch einer, noch einer. Und hier rein. Und scheinbar verändert sich jetzt etwas. Die Synchronisation sieht jetzt gut aus. Jetzt können wir die Umwelt rekonstruieren. Finden wir heraus, was der Tempel von dir erwartet. Okay, wir haben schon andere Klamotten an. Sehen ein wenig anders aus. Ich weiß natürlich, mit wem wir spielen, aber ich lasse euch das jetzt immer selbst herausfinden. Während wir hier durch diesen Gang laufen. Sir. Alles in Ordnung, Sir. Ja, doch. Ich war nur in Gedanken. Nur das. Und vergesst eure Einladung. Master Birch wird euch drinnen erwarten. Hab Dank. Wo darf ich euch abholen, wenn ihr fertig seid? Gleich vor dem Opernhaus. Und bitte beeilt euch. Es wird sicher nicht lange dauern. Dann werde ich gleich vorfahren. Also sind wir in irgendeinem Opernhaus. Aber wo wir sind, wissen wir nicht. Wir sind wohl etwas wohlhabender. Wir starten einfach mal die Mission. Was sollen wir auch sonst machen? Einladung bitte. Euren Mantel bitte, Sir. Okay, wir sind jetzt in einem Opernhaus gelandet. Wir haben eine neue E-Mail erhalten. Gentlemen, wenn ihr nun bitte eure Plätze einnehmen würdet. Und wir müssen jetzt scheinbar jemanden finden hier in diesem Opernhaus. Und das ist ja nicht gerade klein. Guten Abend, Sir. Hier entlang, bitte. So, jetzt mal schön an allen vorbeigehen. Oh, verzeiht bitte. Mal schön an allen vorbeirempeln und ich kann die Kamera auch nicht drehen. Schade. Abend, Häfen. Reginald? Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, von dieser Wiederaufführung zu hören. Mit Abstand, Gays beste Arbeit. Habt ihr es bereits gesehen? Einmal. Mein Vater nahm mich als Kind mit. Doch ich erinnere mich kaum daran. Und ich fürchte, dass ich mir diesen Luxus auch heute nicht gönnen werde. Nein, da habt ihr wohl recht. Dann weiter zum Geschäft. Seht ihr ihn? Drücke V für Adlerauge. Okay, da oben.
Ja, was muss ich denn jetzt noch machen? Ach, okay, Maustaste drücken. Er sitzt in einer der Logen da oben. Die Treppe wird bewacht. Ihr werdet einen anderen Weg finden müssen. Okay, ich glaube, ich weiß schon, wo uns der Weg hinführen wird. Okay, können wir jetzt wieder loslegen? Einen abgelegenen Ort zum Klettern finden, das werden wir wohl schaffen. So, da sehen wir schon mal eine Leiter. Also müssen wir da auch hin. Ich finde es jetzt nur gerade mit der Kamera erst noch wieder ein bisschen verwirrend hier. Ich weiß, wie ich klettern kann. Alter, die Steuerung ist heute echt ein Graus. So. Ich hoffe nur, ich meine, es ist auch total unauffällig, wenn jetzt hier mitten ein Typ herklettert im Opernhaus. Aber egal. Wir ziehen es einfach mal durch jetzt hier. Schön unter den Leuten her. Ne, fällt ja keinem auf. So unauffällig so. Von der Seite, weißt du? Helfen, bitte weiter. Achso, wir müssen hier hochklettern, okay. Das finde ich sinnlos. Ich wäre jetzt da unten weitergegangen, aber nun gut. Jetzt müssen wir auf der Höhe der Loge mittlerweile schon sein. Aber wir sollen noch höher, okay. Wir müssen natürlich noch irgendwie rüberkommen. Ich frage mich bloß, wie wir das anstellen sollen. Wir haben noch 4 Minuten. Ich bin mal gespannt. So, jetzt hier rüber. Einen Weg hinter die Bühne finden. Dann klacken wir erstmal das Schloss und ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Maus nach links bewegen. Links, rechts bewegen, um den richtigen Winkel zu finden. Die Spannung halten. Maus nach oben bewegen. Da zahlt sich natürlich nur eine Gaming-Maus aus. Die kann man nämlich um einiges präziser bewegen als normale Mäuse. So, auf jeden Fall haben wir das Problem souverän gelöst. Und jetzt sind wir hinter der Bühne. Und hier müssen wir jetzt... Uiuiui. Alter, jetzt helfen. Enttäusch mich nicht. Spring hier rüber. Ach ja, da hört man auch schon wieder die ganzen schönen... Dialoge im Hintergrund, die hier eingefügt wurden, finde ich in Assassin's Creed immer sehr schön gemacht. So, und wir müssen jetzt hier weiter erstmal. Ja, das war ja sonnenklar. So, jetzt müssen wir hier scheinbar hoch und drüber irgendwie. Ja gut, das ist ja kein Problem, das ist ja hammer easy. Ganz normaler Assassin's Creed. Style, ja. Und jetzt sind wir in der Loge. Hey, Sam. Warum seid ihr nicht gekommen? Wir hätten einen Weg gefunden. Ja. Aber dann hättet ihr es gewusst. Was es hilft. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Okay, das könnte jetzt assi werden. Nee, halt die Klappe, okay. Können wir jetzt nicht schnell gehen? Schneller geht nicht, lass es schnell gehen. Wir hören an der Bühnenseite. Schnell! Ruhe, bitte! Da drüben! Der hat ihn übergangen! Fernando, ergreif ihn! Ist im oberen Rang getötet worden. Alter, das ist das Schnellste, was wir jetzt laufen können. Okay, es wäre auch auffällig, wenn wir rennen würden, aber trotzdem. Jetzt müssen wir uns nur noch schnellstmöglichst hier verziehen. Uns hat ja zum Glück keiner gesehen, bis auf den Jungen.
Und von da aus würde ich sagen, das machen wir jetzt noch eben in dieser Folge, bevor es dann zu Ende geht. Dann werde ich auch eine kleine Aufnahmepause machen und ich sehe schon... Alter! Wir müssen hier so schnell wie möglich rauskommen irgendwie, das wird hier immer voller. Wir sind ja nicht gerade unauffällig. So, komm. Weiter, 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 wir sind gleich in der Haupthalle. Oh Mann. Okay, jetzt müssen wir da durch. Okay, da ist gerade irgendwie eine Person verschwunden. Und wir sehen schon, da vorne geht's raus. Jetzt müssen wir uns nur noch beeilen, da durchzukommen, bevor irgendeiner auf die Idee kommt, die Türen zu schließen. Ah, Gott sei Dank nicht, okay. Da würde ich mal sagen, machen wir einen Abgang. Und wie war die Oper? Ja, langweilig, ehrlich gesagt. Sollen wir los, dann? Ja. Hackefleet und Bright. Wie ihr befehlt.